Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start. Genauso wie eine kleine Runde Unboxing. Ja. Diesmal aber kein Yu-Gi-Oh! Wie ihr in der Hintergrund sehen könnt. Ja, ich weiß, ihr seht ein wunderschönes Bild hier. Das Bild will ich gerade anzeichnen. Das Video dazu kommt auf einen anderen Kanal. Je nachdem kann ich das ja hier zusammen verlinken, wenn ich das dann auch schon hochgeladen habe, wenn ihr wollt. Könnt ihr euch das Video, hoppala, mal ansehen. Aber heute geht's um dieses Paket hier. Und zwar habe ich nämlich von meiner Mutter das Geschenk bekommen sozusagen. Und zwar von Shirtinator AG. Und das ist ein Pullover. Ich frage mich nur, wie so ein großes Pulloverchen hier reinpassen soll. Das finden wir jetzt mal heraus. Aber am besten nach dem Intro. Bis gleich. Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit fürs Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. So, hier sind wir wieder. Und wir machen das Paket jetzt gemeinsam auf. Ich bin gespannt. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon ahnen, schon denken, wenn es jetzt hier auf Small Feather Game hochgeladen wird. Yeah! Das ist das gute Stück. Schauen wir mal. Schon klein, ey. Ich hab's nur extra etwas größer bestellt. So, hier ein wunderschöner Shirtinator-Aufkleber-Ding-Teil. Das ist Waschanleitung. Achso. Okay, cool. Ich wasche eh nicht. So, und dabei rausgekommen ist das sieht schon geil aus irgendwie. Alter. Alter Schwede, das ist ja cool. Haha. Das ist ja Hammer. Das ist ja richtig nice. Das ist ja cool, Alter. Guckt euch das mal an, ey. Hammer. So geil, ey, das sieht besser aus, als ich erwartet hätte, ey. Vor allem, man denkt einfach nur, das wäre so irgendwie drauf gedruckt, also so ein Pappding drauf und dann ist es weg, aber das ist ja richtig eingenäht hier. Ist das geil. Ist das geil. Hammer. Hier unten noch, schön, das hier ist so ein bisschen, das meine ich so, dieses drauf, in Anführungsstrichen, geklebte. Ist das jetzt hier im Endeffekt, also was so abblättern könnte, aber das hier ist ja richtig drauf gedruckt, ey. Leck's mir am Arsch. Auf der Rückseite, also auf der Vorderseite, weil das war die Rückseite, haben wir einmal das hier. Willkommen auf meinem Spielplatz. Mit Skyline drauf. Jawolski. Das Dumme ist, jetzt merke ich es gerade, weil hier hat es nämlich einen weißen Hintergrund gehabt. Und da bei dem Small Feather Game Emblem ist auch ein weißer Hintergrund. Dann habe ich auf Hintergrund entfernen, weil wie gesagt, ich dachte, das würden sie einfach nur draufkleben. Aber dann brauchen wir es wahrscheinlich mit dem weißen Hintergrund gar nicht mit entfernen drücken, also Hintergrund entfernen drücken. Dann machen die das mit weiß schon automatisch. Das ist natürlich auch gut zu wissen. Jawolski. Jetzt haben wir erst einen eigenen Pullover. Ha, das ist geil. Das ist richtig nice. Das Skyline habe ich mir halt selbst so gemacht, das Emblem hier. Also normalerweise ist er ja eigentlich noch, wenn ihr mein Emblem mal gesehen habt, ein Schneeeulenkopf, dann hier noch eine Schneeeule dran gemacht und hier hinter so ein
Schwert. Ich kann ja das mal einblenden. Das Problem ist halt, dass ich halt dafür eigentlich nicht die Rechte habe. Sprich, ich werde dieses Emblem auch entfernen, weil ich das einfach alles aus dem Internet rausgezogen habe und ich möchte den Kanal halt ordentlich führen. Dementsprechend, ich habe halt nicht die Rechte für diese Bilder, daher wird das auch so nicht mehr vorhanden sein. Und da habe ich mir einfach nur so einen Schriftzug erstmal selber gemacht. Und das ist echt geil. Also fürs erste richtige Werbedinge ist das Hammer. Dann sehen wir uns gleich, wenn ich das Ding mal angezogen habe. Tja, das ist jetzt das gute Stück hier. Total freudig. Scheint eine super Qualität zu sein. Ziemlich fein genäht alles, wenn man es nicht gesehen. Total toll. Ist ein bisschen dünner, als ich erwartet habe. Also ist eigentlich eher so ein Frühling-Herbst-Pullover, sage ich jetzt einfach mal. Auch die milde Zeit so, die wir jetzt hier haben halt. Ist das vollkommen in Ordnung. Das ist sehr cool. Und hier, wie gesagt, das ist hier diese draufgeklebte, ich nenne es einfach mal draufgeklebt, ich weiß nicht, wie es sich jetzt genauer anhört. Das ist jetzt diese draufgeklebte Variante. Schriftzug. Und dann steht einfach nur drauf, willkommen auf meinem Spielplatz. Also jetzt, wo ich so drüber nachdenke und dieser Spielplatz direkt, also egal. Lassen wir es einfach mal dabei. Das ist jetzt die Rückseite. Hier unten haben wir, hier muss es sein, wenn ich das jetzt richtig fühle. Meine YouTube-Adresse und hier oben natürlich das Emblem. Auf jeden Fall, wie gesagt, schon ganz cool gemacht, das auf jeden Fall. Ich freue mich tierisch, bin da happy gerade darüber, keine Ahnung warum. Auch mit diesem, ich weiß nicht, da kommt Skyline, also kommt Namensschild rechts oder links? Weil wenn das links kommt, dann habe ich ordentlich verkackt gerade mit diesem Pullover. So bin ich schon mal sicher. Es ist auf jeden Fall, also Shirtinator, super Qualität. Immer, also Hammer, kann ich eigentlich gar nichts anderes zu sagen. Das ist das erste Pullover und ich will mir noch ein T-Shirt herstellen lassen. Da könnt ihr mir mal eure Ideen in die Kommentare schroten und mir mal sagen, was ihr davon halten würdet oder was ihr anders machen würdet, weil das ist jetzt vielleicht jetzt einfach mal, es ist so blindlings mal hingestellt. Ich wollte hier eigentlich noch so Flügel dran machen und auf der anderen Seite auch hier, aber habe ich dann sein lassen, warum auch immer. Weil es dann, glaube ich, auch ein bisschen zu teuer wurde langsam, mit dem, was ich alles drauf geknallt habe. Auf jeden Fall, wie gesagt, super Qualität. Shirtinator, sollte jeder von euch kennen. Ein Kader Chico sollte auch jeder von euch kennen. Und hier nochmal die Rückseite. Das Geile hieran ist auch, es sieht immer erst so klein aus, aber wenn man es anhat, dann zieht ihr das Emblem schon ordentlich ganz rüber. Das ist auf jeden Fall in Ordnung, das ist super. Und einen kleinen Trick nebenbei noch für Shirtinator. Wenn ihr ein Bild habt und es hochladet, damit ihr es auf euren T-Shirt drauf machen könnt, könnt ihr einfach bei Print, also macht einfach bearbeiten und dann zieht ihr das Bild einfach bei Print schon groß. Dann ladet ihr das nochmal hoch, guckt, ob, wenn ihr es groß zieht, ob die Qualität sich wieder verändert, weil es zeigt ja immer an, ich glaube bis zu 4 Sterne oder 5 Sterne, die ersten 5 und 4 sind in Ordnung. 3, 2 ist orange, glaube ich zumindest. Und hast du nicht gesehen, ist ja jetzt auch egal. Ich habe es einfach so gemacht, ich habe es einfach bei Print dann an sich einfach größer gezogen und das dann da hängen gemacht und ist trotzdem eine super Qualität draus geworden. Also hat man auch gesagt bei Shirtinator, top, die Größe, die du haben willst, geht mit 5 Sternen klar. Super, passt. Das war jetzt kein Trick nebenbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr findet das toll. Schreibt wie immer alles in die Kommentare, wie gesagt. Wenn ihr was anderes machen würdet. Und ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwann mal online.
Ja.